Die Pfingstgemeinde kam das allererste Mal 1906 aus den USA und allgemein kam 1960 die charismatische Bewegung. Diese Bewegungen wurden von den Brüdergemeinden abgelehnt. Grund dafür waren die Gottesgaben, unter anderem das Heilen oder Nachwachsen von fehlenden Gliedern. Niemand war Zeuge, dass ein Bein oder ein Arm nachgewachsen ist. Und die restlichen Heilungen, wie zum Beispiel, dass Krebs besiegt wurde oder auch, dass Leute wieder laufen konnten, diese waren alle fake. Pastoren aus der pfingstcharismatischen Gemeinde haben sich damit eine goldene Nase verdient. Doch gehen wir mal auf die Zungensprache. Ich trenne einmal ab, und zwar gibt es die Sprachengabe aus der Bibel, das sind die Fremdsprachen, und einmal die moderne Zungensprache, die 1960 erst auf den Markt kam. Das altgriechische Wort Glossa bedeutet einmal Sprache wie Fremdsprache und natürlich auch Zunge als Organ. Beispiele kann man auch aus dem Italienischen, Französischen und auch Spanischen nehmen. Im Italienischen ist es Lingua als Organ und auch Fremdsprache. In Lukas 16, Vers 24 lesen wir, dass auch das Wort Glossa, Zunge, als Organ dient. Bemerkenswert sind aber auch die Sprachwunder im Alten Testament, wie zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Gott erschuf Adam und Adam konnte schon direkt sprechen, ohne es zu lernen. Das heißt, das Sprachwunder war schon immer vorhanden. Übrigens hat Adam nicht mit einem Lallen gesprochen, sondern er hat ganz normale Worte benutzt, die wir auch heutzutage verstehen. Erst ab 1. Mose 11 bei dem Turm von Babel, da hat Gott die Sprache verwirrt und die Menschen haben sich auch getrennt und alle wurden gespalten. Gott gab die Basis der Sprache und die Menschen haben durch eigene Dialekte auch eigene Sprachen entwickelt und erfunden. Und es ist trotz allem immer noch kein Lallen, wie sie es in ihren Gebeten tun. Es sind immer noch normale Worte, die man übersetzen kann. In Jesaja 28, Vers 11 und 12 lesen wir: So wird auch er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden. Er, der zu ihnen gesagt hatte: Das ist die Ruhe, erquickt den Müden, und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Die Parallele und das Zitat finden wir in 1. Korinther 14, ab Vers 21. Im Gesetz steht geschrieben, Gesetz übrigens auch immer übersetzt mit Alten Testament: Ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen, Fremdsprachen, Glossa, als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wir wissen ja, in 1. Mose 11 hat Gott die Sprachen verwirrt und Menschen sind auseinandergegangen. Doch durch die Fremdsprachen hat Gott jetzt alle Menschen wieder vereint. Denn das Wort Gottes ist in fast allen Sprachen auf dieser Welt übersetzt worden. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Vers 17 ist wichtig: Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Übrigens wird hier das altgriechische Wort Kainos verwendet, was für neu steht, neue Sprachen. Im Sinne von, die Sprache existiert, muss neu gelernt werden. Wir hätten auch das altgriechische Wort Neos. Das wird hier aber nicht verwendet. Das bedeutet neu im Sinne von, muss neu erfunden werden. Und Vers 17 meint ganz klar und deutlich Kainos. Charismatiker behaupten aber, dass ihre Sprache, diese Engelszunge, wie sie sie betiteln, eine neue Sprache ist, die neu erfunden wurde. Übrigens, in Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde und die Geburt der Gemeinde war, da lesen wir ab Vers 11, dass sie alle in ihre Sprachen gehört haben, in ihrer eigenen Muttersprache. Das heißt, als die Sprachengabe kam mit dem Heiligen Geist, konnten die Jünger alle Sprachen reden und die Zuhörer haben sie in ihrer eigenen Muttersprache gehört und auch verstanden. Für hören wird hier auch das altgriechische Wort akur benutzt. Das bedeutet hören, akustisch wahrnehmen oder auch verstehen. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist.
Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wichtig ist ja auch Vers 4, wer in einer Sprache, also Fremdsprache, Glossa redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Charismatiker behaupten, wenn sie dieses Lallen machen, dass sie sich selbst nicht verstehen. Dann ist hier meine Frage, wie können sich Charismatiker selbst erbauen, wenn sie ihre eigenen Gebete nicht verstehen? Der Vers sagt eigentlich ganz klar, wer in einer Fremdsprache spricht, der erbaut sich selbst. Wenn ich in meiner Muttersprache bete und es niemand versteht, dann erbaue ich mich in erster Linie selbst, weil es geht ja für mich. Ich bete ja für mich. Ich spreche Geheimnisse zu Gott. Es ist ein Geheimnis zwischen mir und Gott, wenn ihr nicht hören sollt oder eher gesagt wissen sollt, was ich zu Gott sage. Man kann natürlich für einen anderen beten in einer Fremdsprache. Das ist aber jetzt hier nicht gemeint. Hier geht es erstmal um den Kontext. Also nochmals die Frage, wie kann ein Charismatiker sich selbst erbauen, wenn er lallt und selber nicht versteht, was er betet? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird, denn ihr werdet in den Wind reden. Darum, wer in einer Sprache redet, erbete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Doch wir müssen jetzt weiterlesen. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkündigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Paulus sagt, dass unser Verstand an sein muss für das Gebet. Wir müssen immer einen aktiven Geist haben, keinen passiven. Doch Charismatiker lehren, dass sie ihren Geist runterfahren, um zu lallen, um ihre Zungengebete zu sprechen. Doch ohne sich selbst zu verstehen, bauen sie sich erstens nicht auf und zweitens können sie auch nicht das Amen sprechen, da sie selbst nicht verstehen, was sie sagen. Ab Vers 20 lesen wir, ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen. Paulus zog also einen Vergleich zwischen fruchtlose Gedanken und was es bedeutet, einen wachen Geist zu haben. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass ein Prediger oder ein Lehrer oder jemand, der betet, sich in erster Linie immer selbst aufbaut. Wie kann aber der Charismatiker, der sich nicht versteht, sich selber aufbauen und dazu noch das Amen sprechen? Ich wollte nochmal auf die Sprachwunder eingehen im Herrn Jesus Christus. Beispielsweise haben wir in Matthäus 9, Matthäus 11, Matthäus 13, Lukas 7 und auch in Lukas 11 die Sprachengabe. Und zwar waren dort Taube und Stumme und der Herr Jesus Christus hat sie geheilt. Das heißt, sie konnten hören und auch reden. Und genauso wie Adam ohne die Sprache gelernt zu haben, konnten sie ganz normal mit den Leuten sprechen. Das nennt man Sprachwunder. Und zum Thema Engelszunge, also dass dieses Lallen die Sprache der Engel sei. Wir lesen in Jesaja 6, 1 bis 3, dass die Engel Gott priesen und Jesaja hat es verstanden. Und wir lesen auch durch die Bibel hindurch, dass wenn ein Engel auftaucht, wie zum Beispiel Gabriel bei Maria, Maria diesen Engel auch verstehen konnte in ihrer eigenen Muttersprache. Das heißt, wenn Engeln zu Gott sprechen, kann man das verstehen. Wenn Engeln zu Menschen sprechen, kann man das auch verstehen. Und wenn Engeln zu Engeln sprechen, kann man das auch verstehen. Das heißt, diese Engelsstimme oder Engelsprache, wie ihr sie nennen wollt, ist einfach nur das, was wir verstehen können in unserer Muttersprache. Ich weiß, es ist ein langes Video, normalerweise kennt man das gar nicht so von mir, aber das ist auch ein sehr breites Thema. Ich werde einen Teil 2 machen und die Predigt, die wir schon gehalten haben, werden wir natürlich wiederholen über die Charismatik und die Zungensprache. Im zweiten Teil gehen wir auch auf 1. Korinther 13 ein. Was ist das Vollkommene? In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen.